Hallo und willkommen zurück zu Avernum 2 Crystal Souls. Ich werde dieses Mal wieder nach Norden latschen, aber vorher meinem Magier ein paar Tränke geben, Energy Potions, die die Spell Energy wiederherstellen können. Und ich denke, damit sollte das dann auch möglich sein. Es ist halt ein langer Kampf, wo ich eine Menge dazen muss. Ohne würde ich das nicht schaffen. Ich könnte natürlich die einfach ignorieren und daran vorbeilaufen, aber das habe ich dann auch nicht vor. Normally, ja. Ja, und natürlich die erste Runde, die muss gut laufen, sonst kann ich da auch direkt einpacken. Aber so ist es eigentlich perfekt. Ich werde die wieder von vornherein dahinter stellen. Das war nichts. Der heilt sich. Der stellt sich mal dorthin. Kann dann die alle wegpusten. Was jetzt nur bei 3 Leuten Schaden gemacht hat. Und dann machen wir hier einen Daze drauf. Soweit ist es ganz gut. Dann kümmern wir uns hier. Der 32% Treffsicherheit ist natürlich nicht besonders toll. So, dann machen wir hier die Treffsicherheit höher. Dann machen wir einen Haste an. Boah, was ist der denn hier brutal am Ruckeln? Gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung, was da abgeht. Alter Falter. Ich glaube, da mag mich das Spiel nicht mehr. Puh. Da ist die Ruckelorgie vorbei. Das Spiel hat schon engine-technisch seine Probleme. So, dann pusten wir... ne, pusten wir nicht. Greifen wir hier nochmal an, das war nix. Das sind halt nur 20% Treffsicherheit. Hier pusten wir nochmal rein. Ratsch. Und machen ein Schild an. Und da holen wir uns nochmal einen Snare. Ah, Mist, die steht jetzt neben dem. Snare, Snare. Der hat keinen Snare. Doch, hat er. Okay, dann machen wir jetzt hier einen Capture Soul. This attempt failed. Neben, daneben, daneben, daneben. Das sind aber auch nur 25% Treffsicherheit gewesen. Das ist auch nicht besonders gut. Können wir besser hier rein casten. Gut. Und noch einer. Zack, aua. Aua. Autsch. Okay.
Wieder nicht getroffen. Nö. Okay, dann pusten wir wieder. So. Ratsch. Gut. Und dann können wir noch einmal Schaden raushauen. Nochmal auf den. Und die muss aber jetzt wieder dazen und snaren. Okay. Der kann nur hier vorne mal rein. Der ist noch gesnared, dann halten wir uns das einfach mal. Schießen einfach mal drauf. Zack. Neuer Haste und neuer Battle Frenzy. Sehr schön. Au, der hatte einen Shield an. Das habe ich jetzt vergessen, darauf zu achten. Das macht massiv Aua. Machen wir hier noch mal Schaden. Nochmal. Der normale Schaden von denen ist nicht so wild. Das Blade Shield, das knallt schon rein. Yes, getroffen. Okay, dann pusten wir nochmal. Da sind alle drin. Das ist Snare. Der ist irrelevant. Sterbe. Ganz ordentlich XP. Das war nichts. Der hat aber jetzt auf jeden Fall seine Aggro. Nein, wieso hat der. Ist der dahin gelatscht? Das ist ja mal extrem dämlich. Dann holen wir den da weg. So. Und. Schön. Trifft leider nicht. Watch Hands. Und von dem anderen holen wir die Seele. Can't reach. Dann halt nicht. Machen wir nochmal einen Haste. Batsch. Stunned. Lose Turn. Schön.
Heilung. Start in Spirit Prism. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht umdreht und den meine Echse kaputt schlägt. Tut er aber. Aber sehr wenig Schaden nur. Das ist alles im grünen Bereich. Getroffen. Oh, gut. Auch nur 20%, da müsste ich angreifen. Oh, auch getroffen. Oh, der hat gesessen. Rumarbeiten. Ich verstehe nicht, wie die Performance hier so schlecht sein kann manchmal. Aber erstmal wieder so voll wie geht. Vielleicht durch das Uranium. Oh. Okay. Okay. Dann geht's wieder zurück. Uns heilen. Toll. Das ist natürlich dann blöd, wenn das hier, wenn mir das hier was zieht, aber ich wüsste halt auch nicht, wo ich da jetzt wo man da was mitmachen könnte. Bevor ich wieder losziehe, werde ich mal wieder die Spells draufhauen. Den hier. Und den hier. So, und wieder nach Norden. Oder ich werde hier erstmal kurz Schnitt machen. Und schauen, ob ich da irgendwas nochmal optimieren kann.
Hintergrundprogramme. Oh, aber es läuft ja nicht viel. Na, mal schauen. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und weiter geht's nach Norden und schauen. Wo wir hier noch irgendwo was machen können. Normally. In der Gruppe. Shaper. Aha. Und Searing Slime. Okay. Stecken wir den erstmal wieder auf Seite. Einmal heilen. Rüber. Heilen. Und einmal wegkicken. Wusch. Okay. Passt. Den stellen wir hier hin. Hasted und Blade Shield. Können wir soweit ignorieren. Terrified. Treffsicherheit. Haste. Und Battle Frenzy an. Schön. Au! Unschön! Heilung! 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 Frozen Worm, der wird natürlich jetzt hiervon auch nicht besonders beeindruckt sein. Ich hole dem hier auch jetzt mal einen zusätzlichen Gegner dazu. Naja, wenn die hasted sind, da sehe ich jetzt nicht viel, was ich dagegen machen kann. Die zerhacken mich da. Wie viel halten die denn aus? Das ist nicht so viel. Das könnte eventuell funktionieren, wenn ich mich komplett auf diese Shaper konzentriere. Ja, es sieht ja so aus, als wenn man da von der anderen Seite rankommen müsste. Okay, die sind schwach. Okay.
Halten wir die hier mal gefangen oder pusten wir die in eine andere Richtung? So, ihr geht dahin. Noch kein Haste an. Der stört. Das Problem ist, dass der den heilen muss. Gucken wir mal, ob wir dem Snare hier bei Foes. Okay, probieren wir das mal aus. Ja, ist okay. Ja, sehr schön. Mist. Nachverfehlt. Der pusht die zusammen nach links. Das gibt's auch nicht. Dem hätte ich einen Haste geben müssen. Der geht jetzt drauf. Da greift der Wurm noch an, ist er hinüber. Hat überlebt, aber der trifft auch. Der hat 90%. Der muss auch treffen. Jetzt haben wir natürlich hier diesen dämlichen Schleim. Naja, das wird nichts. Der Kampf. Also die Idee war, glaube ich, nicht schlecht, aber hat nicht funktioniert. Ein Cache. Fine Razor Disc. Na super. Normally. Okay, da haben wir wieder zwei Shaper, aber das sind diesmal andere. Und die werfen auch noch alle Zeug. Naja, das kann ich vergessen. Also man könnte natürlich einfach da so vorbeilaufen.
Na, ich denke, das mache ich aber so. Irgendwas muss ich ja kaputt machen. Warrior. Wusch. Blade Shield, na super, Glückwunsch. Kann man nichts tun, muss er mit Spells kaputtet werden. Immerhin bringen die halt recht viel Erfahrung. Was sagen denn die Stufen 17? Naja, die sind schon recht nah beim nächsten Stufenaufstieg alle. Drei Stück. Wieso ist der zuerst dran? Gesessen. Batsch. Batsch. War nicht so gesund. Cleave. Da hinten ist eine Barrier. Den Spell, um die runterzunehmen, habe ich glaube ich immer noch nicht. Sehr schön. Na, da habe ich den Spell jetzt. Ne, hier unten. Bevor ich da. Ach, da unten geht's nicht weiter. Das reicht hier auch nicht aus. Kann man jetzt die Mana sparen. Wie heißt denn die Zone? Vanatai Fortress. Vanatai Fortress. Da kann ich meine To-Do-Liste schreiben. Ganz im Osten. Dafür brauchen wir. Wo ist denn der? Da. Move Mountains 3.
danach müssen wir halt noch eine Dings kaputt machen. Eine Barriere. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier weitere Gegner bekommen. Jo. Aber da können wir uns sehr schön... Ja. Können wir uns sehr schön vor Entdeckung bringen. Einmal laden. Und dann ein bisschen eleganter. Die bleiben hier stehen. Dann kommt mal her. Jo, schön. Zack. Batsch. Das war nix. So. Schutz. Geben wir dem anderen hier mit, oder? Nee. Doch. Gibt nichts anderes. Der kann den so leider nicht anschießen, von da aber. Pling. %74 ist eigentlich auch okay. Ah, die warten einfach von hinten ab, beziehungsweise schießen da jetzt so drauf, um Mana zu sparen. Da kommt Aua. Gut, der nächste bitte. Na gut. Aha. Der nächste bitte. Ratsch. Da, der nächste bitte. Also. Ja. Gut.
habe ich dich. Vermöbeln. Und nochmal hochholen. Da haben wir Zeug. Pflänzchen. Take it. Bag of Sugar. Was haben wir hier noch? Noch einen. Aber kein Krieger, sondern nur einen einfachen Fusashi. Die kriegen wir dann nur. Müssen wir auch wieder anlocken, am besten bis da hinten. Na, die kommen von der anderen Seite. Lauf. Ratsch. Batsch. Scheiße. Heilung. Verdammter Mist. Weg mit dir. Stufenaufstieg. Das passt schon. Heilung. Heilung. Bist du dran? Da können wir auch gerade noch den Stufenanstieg machen. Intelligence, nehmen wir mal Endurance. Magic. Das ja brauchen wir, glaube ich, gar nicht höher.
Das hier geht doch gar nicht, oder? Das können wir noch weiter ausbauen. Efficiency, Resistance. Ja. Okay. Das ist das Höchste, was man braucht. 16. Aber die hatte schon 14. Und 2 Stufen kann man sicherlich durch einen Trainer erlernen. Also da macht es wahrscheinlich keinen Sinn, noch mehr zu das zu steigern. Ratsch. So. Razor Discs und ein Crook. Sind jetzt nur 2. 64. Ja, da hinten sind noch mehr. Und die cleaven wieder. Also. Aua. Gut, nochmal. Noch nicht gereicht. Der hat gesessen. Das ist aber auch ein kranker Zauber. Ein so ein Rumpel mich komplett zerstört. Direkt wieder. Dazu darf es auf jeden Fall nicht kommen. Jetzt ist der da hinten steht. Ah, okay, der kommt nach. Sehr schön, Haste, also Frenzy. Gecleaved. Das Problem ist jetzt, dass der muss sich selber heilen.
Der muss möglichst schnell sterben. Sehr gut. Der kann den heilen. Sieht bisher gut aus. Vielleicht kann ich den jetzt auf Entfernung. Can't reach. Scheiße. Bin halt nicht. Den kann man angreifen. Lebt noch. Der kriegt jetzt noch den Schaden von dem Shade ab. Nee. So, Heilung. Sauber. Autsch. Und weg mit dir. Schön, knapp war's. Einsammeln, verkaufen, verkaufen. Und dann ist's auch erstmal. Na gut, ich laufe jetzt hier oben noch zu Ende. Da haben wir noch einen Warrior. Noch einen Warrior. Da unten scheint niemand zu sein. Na, dann machen wir das noch. Der hat es jetzt leider nicht abbekommen. Die stehen da natürlich so ungünstig. Ja. Den exekutieren wir. Nicht gereicht. Sauber. Und auch kaputt. Zurück, Heilung. Zurück. Excel und rüber. Chainmail West, da haben wir noch. Okay, passt. So. This is a practice hall for the Vanatai Warriors. Interestingly. Okay. Alles klar. Dann mache ich hier einen Schnitt. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis denn.